Großeinsatz der Feuerwehr im Europapark Rust. Die Rauchsäule war weithin zu sehen, nachdem am Montag ein Feuer auf dem Gelände ausgebrochen war. Nach Angaben der Polizei waren über 450 Einsatzkräfte ausgerückt und zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Alle rund 25.000 Besucher des Freizeitparks mussten das Gelände verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Technikraum ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Laut den Angaben der Parkbetreiber werden die Tore für Besucher am Dienstag allerdings schon wieder geöffnet werden.